Moin zusammen, Fennec hier. Wir haben in Tears of the Kingdom jetzt im Patch 1.2.0 eine Möglichkeit, Waffen zu duplizieren. Das Ganze gilt natürlich auch für Bögen, das seht ihr auch noch an einem Beispiel, und auch für Schilde. Jetzt ganz zu Anfang zeige ich euch aber erstmal das Beispiel mit den Waffen. Fangen wir also an. Wir brauchen dafür nicht viel, wir brauchen einfach nur einen ganz normalen Raubschleim. Wo ihr ihn findet, das zeige ich euch noch am Ende des Videos, damit wir gleich starten können. Dann brauchen wir eine Waffe, die wir duplizieren möchten. Ich mache jetzt zum Beispiel hier den Schatzsäbel und dann noch irgendeine andere Waffe. Da ist egal, welche ihr nehmt, aber die beiden brauchen wir ebenfalls. Dann brauchen wir noch zwei Schilde und eine Synthese drauf und am besten noch einen Bogen und wir brauchen eine Feuerfrucht. Das sind die Sachen, die wir benötigen. Wenn wir das alles haben und beim Raubschleim stehen, dann speichern wir erstmal das Spiel, dass wir nichts mehr verkehrt machen können oder wenn was schief läuft, dass wir den Speicherstand dann wieder laden können. Jetzt machen wir Folgendes, wir legen die Waffe, die wir nicht duplizieren wollen, einfach auf den Boden. Die buxieren wir jetzt in der Nähe von den Raubschleim und wenn wir das gemacht haben, dann will er die fressen. Sobald er die inhaliert, müssen wir die Synthese durchführen. Also Schild equipped haben und sobald er die Waffe inhaliert, müssen wir die Synthese durchführen. Das Timing ist da ein bisschen, sagen wir mal, schwierig. Dafür haben wir aber den Speicherpunkt. So. Da haben wir jetzt die Synthese durchgeführt. Ich hoffe, das hat jetzt auch alles geklappt. Da ich die Waffe nicht am Schild habe, war ich nicht zu früh. Es kann sein, dass ich zu spät war. Wir gehen dann aber jedenfalls ins Menü, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Und droppen das Schild, an der wir anscheinend die Waffe dran haben. Das machen wir. Dann equippen wir ein neues Schild, gehen raus, ziehen den Bogen, schießen mit der Feuerfrucht auf den Raubschleim. Beim zweiten Mal brauchen wir keine Feuerfrucht. Und dann nochmal ganz normal. So, jetzt habt ihr gesehen, wir waren tatsächlich rechtzeitig dran. Jetzt haben wir nämlich einmal das Heldenschild hier gedroppt und die Waffe. Machen wir Folgendes, wir gehen ein Stück davon weg, dass wir das nicht alles aufeinander stacken. Jetzt droppen wir das Schild und ihr seht schon, hier ist ein Heldenschwert dran. Wir verlieren also keine Waffe dadurch, was schon mal ganz gut ist. Das Schild legen wir auf den Boden und dann legen wir noch die Waffe auf den Boden, die wir duplizieren möchten. Ich habe mich ja hier für den Schatzsäbel entschieden, man kann aber auch irgendeine andere Waffe nehmen. Die legen wir auch auf den Boden. Jetzt müssen wir das in einer bestimmten Reihenfolge aufnehmen. Wir gehen jetzt wieder hier vorne hin, nehmen das Schild in die Hand, was wir ganz zu Anfang gedroppt haben, dann das Schwert, was daneben gedroppt ist, dann nehmen wir das nächste Schild und zu guter Letzt jetzt noch die Waffe, die wir duplizieren möchten. Jetzt haben wir einen Schatzsäbel in der Hand. Wenn wir jetzt aber ins Menü gehen, sehen wir, ich habe das Heldenschwert aber equipped und da sind auch die Stats vom Schatzsäbel drauf, zumindest die Augmentation davon. Um jetzt den Schatzsäbel zu duplizieren, müssen wir einfach die Waffe wieder droppen. Und dann seht ihr schon, wir haben einen Schatzsäbel gedroppt. Den nehmen wir in der Hand und schon haben wir jetzt zwei davon. Oder in meinem Fall drei. Und eben haben wir ja schon gesehen, an dem einen Schild ist das Heldenschwert dran und das ist da tatsächlich immer noch dran. Damit können wir jetzt nach Taburasa gehen zum Zerleger und das dort zerlegen lassen. Dann haben wir wieder das Heldenschwert, was wir ganz zu Anfang dem Raubschleim zu essen gegeben haben und das Schild natürlich auch wieder. Ja, das war's auch mit dem Video zum Duplizieren von den Waffen. Jetzt gleich seht ihr noch, wie ich das mit dem Bogen gemacht habe. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr nicht wisst, wo ein Raubschleim ist, einer befindet sich hier in der Höhle im Bituotal. Das ist hier ein Firon oder wie ihr das auch immer nennen möchtet. Und da dann beim Utuditsch-Schrein. Also hier ist die Höhle von im Bituotal und da bin ich gerade drin. Wenn ich mich jetzt hier umdrehe, da vorne seht ihr den Schrein, den müsst ihr ganz zu Anfang noch zusammenbasteln, aber ihr könnt hier um Ecke einfach rum und ihr kommt von da oben. Also von da kommt ihr her, lauft hier runter,
Hier müsst ihr dann den Schrein aktivieren, falls ihr den noch nicht habt. Und hier ist dann um die Ecke der Raubschleim. Da hinten ist auch noch einer, da kann man das auch mitmachen. Aber ja, so wisst ihr schon mal, wo einer ist. Bevor ich das jetzt aber vergesse, wenn die Waffe nicht neben dem Schild liegt, nachdem ihr den Raubschleim abgeschossen habt, sondern da hinten beim Raubschleim, dann wart ihr zu spät mit der Synthese. Also dann müsst ihr das Ganze auch nochmal von vorne machen, dann hat der Glitch nicht funktioniert. Ihr müsst also darauf achten, dass wenn ihr den Bobble da vom Raubschleim abgeschossen habt, dass die Waffe dann oder der Bogen neben dem Schild hier liegt. Ansonsten wart ihr zu spät dran mit der Synthese. Deswegen, zu früh merkt ihr, wenn die Waffe am Schild schon dran ist. Zu spät merkt ihr, wenn die Waffe hinten beim Raubschleim liegt und nicht direkt neben dem Schild, wo ihr steht. So, jetzt aber nochmal zu den Bögen. Bei den Bögen funktioniert das identisch. Wir nehmen dafür einfach nur das Ganze mit den Bögen anstatt mit den Waffen. Also wir droppen einen Bogen auf den Boden. Wie wir hier jetzt im Video sehen, den buxieren wir dann in der Nähe von den Raubschleim, gehen dann schon mal in die Synthese rein. Und sobald der Raubschleim den Bogen inhaliert, gehen wir in die Synthese rein. Wie hier jetzt zu sehen. Danach droppen wir wieder das Schild. Equippen ein neues Schild. Schießen den Raubschleim mit der Feuerfrucht ab. Und dann den Bobble vom Raubschleim. Und dann sollte der Bogen neben dem Schild liegen, was ihr gerade gedroppt habt. Dann gehen wir ein Stück weg, droppen das ausgerüstete Schild, droppen einen Bogen, den wir duplizieren möchten, nehmen dann zunächst das erste Schild auf, dann den Bogen, dann das zweite Schild und dann den Bogen, den wir duplizieren wollten. Danach können wir dann ins Inventar gehen, den Bogen, den wir gerade equipped haben, droppen und dann wieder aufsammeln und schon haben wir den Bogen dupliziert. Und wie wir hier jetzt noch sehen, der Bogen ist natürlich, den wir ganz zu Anfang sozusagen geopfert haben. Der ist an dem Schild dran und somit können wir nach Tabu Rasa gehen und da den Bogen wiederbekommen. Guti, das war's auch mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Waffenduplizieren. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!